Und damit willkommen zurück zu Studio 47 live am Donnerstagabend und zu unserer Sondersendung rund um den Eiler Berg. Ja, und wenn man über den Eiler Berg spricht, über die Mülldeponie, da überschlagen sich die Medienberichte über die vermeintlichen Verursacher von Erkrankungen seitens der Anwohner, erfährt man allerdings äußerst selten etwas. Deswegen stellt sich die Frage, wer steckt eigentlich dahinter, hinter der Mülldeponie? Wer sind die Betreiber? Eine Frage, der wir nachgegangen sind, und hier kommen die Fakten. Die unendliche Geschichte der Giftmülldeponie Eiler Berg. Sie hat ihren Beginn in den 70er Jahren. Zu diesem Zeitpunkt kaufen die Brüder Dr. Friedrich und Dr. Ralf Ossendott die ehemalige Kiesgrube, die damals noch als städtische Müllkippe dient. Unter dem Namen Eiler Berg Abfallbeseitigungsgesellschaft, kurz EBER, entsteht hier im Laufe der Jahre eine Deponie der Klasse 3. Über 100 giftige Stoffe werden hier täglich abgekippt. Bürgerprotesten zum Trotz genießt die Deponie dabei bis heute eine Art Sonderstatus. Die zuständige Aufsichtsbehörde, die Düsseldorfer Bezirksregierung, erklärt dazu: Der gesamte Eiler Berg hat als Altanlage im Sinne des § 9 des Abfallbeseitigungsgesetzes von 1972 Bestandsschutz als Abfalldeponie. Dies gilt bis heute. Doch trotz Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde bleibt bei den Anwohnern der Zweifel. Grund sind unter anderem zahlreiche Interessenkonflikte. So übernimmt die Grundwasserkontrolle am Eiler Berg beispielsweise die Chemo Consulting GmbH. Sie ist eine Tochter der Ossendott Unternehmensgruppe. Die EBER darf sich als zertifiziertes Unternehmen damit quasi selbst kontrollieren. Auf die Sorge der Anwohner reagiert die Bezirksregierung jedoch mit Unverständnis. So heißt es in einem Schreiben vom 29. Juli 2013: Nach Prüfung der Sach- und Rechtslage kann ich Ihnen mitteilen, dass die Beauftragung der Firma Chemo Consulting GmbH durch die EBER nicht zu beanstanden ist. Den von Ihnen angeführten Interessenkonflikt kann ich nicht erkennen. Sowohl an der Eignung als auch an der Zuverlässigkeit der Chemo Consulting bestehe damit kein Zweifel. Eine Aussage, die den Gegnern der Deponie Nährboden für Verschwörungstheorien liefert. Denn diese beklagen seit Jahren eine zu große Nähe zwischen Betreiberfirma und Bezirksregierung. Ein Problem, auf das auch die grünen Ratsmitglieder in Kamp-Lintfort stießen, als sie im vergangenen Jahr Unterlagen in der Bezirksregierung zur Thematik Eiler Berg durchforsteten. So berichtete die Rheinische Post am 12. Juli 2013 über den Vorgang: Beim Wälzen der Aktenordner stießen die Mitglieder auf Erstaunliches, eine Kostprobe. Die für den Eiler Berg zuständige Sachbearbeiterin der Bezirksregierung schied 2006 dort aus und tauchte 2008 in den Akten als Mitarbeiterin des Deponiebetreibers wieder auf. Eine Nähe, die sich spätestens mit dem Eintreten von Anne Lüttges in das Amt als Regierungspräsidentin gewandelt haben dürfte. Denn seither gäbe es weitaus mehr unangemeldete Kontrollen auf der Deponie. Mehr als 20 pro Jahr. In den Jahren 2000 bis 2008 seien es maximal 7 gewesen. Und auch sonst ist die Bezirksregierung der EBER lange nicht mehr so zugewandt wie noch vor ein paar Jahren. Spätestens mit dem Scheitern eines Mediationsverfahrens fordert die Bezirksregierung nun die sofortige Schließung. Die Betreiberfirma klagt. Überhaupt bevorzugen die Gebrüder Ossendott den Rechtsweg. Kein Wunder, denn was viele nicht wissen, einer der Brüder, Dr. Friedrich, ist selbst als Rechtsanwalt tätig. Mit der Klagefreudigkeit der Ossendotts hat nicht zuletzt auch Lutz Malonek, Sprecher einer Interessengemeinschaft gegen die Mülldeponie, Bekanntschaft machen dürfen. Öffentlich darf er die Deponiebetreiber nicht mehr verunglimpfen. Dies wurde ihm gerichtlich untersagt. 250.000 Euro, ersatzweise 6 Monate Haft, drohen dem Sprecher, sollte er einen Begriff wie Müllmafia noch einmal im Zusammenhang mit der Deponie öffentlich aussprechen. Wir haben etwas über die Betreiber der Mülldeponie erfahren. Wir haben mit einem Umweltmediziner gesprochen. Gleich wollen wir noch der Bezirksregierung ein paar Fragen stellen zum Thema Eiler Berg und werden einen Besuch machen bei der Präsidentin der Bezirksregierung Düsseldorf. Das gibt's gleich hier bei Studio 47 live bei unserer Sondersendung rund um den Eiler Berg. Aber erst ein Blick in die Studio 47 Redaktion zu den Nachrichten.